Moinere Leute, ja, mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Dokkan Battle Video und die Banner-Uhrzeiten sind bekannt. Wir wissen, wann das GT-Duo und das C-Duo live gehen, als auch das 8th Anniversary hat gestartet offiziell und der Content ist schon da. Nämlich gehen wir zusammen einfach mal die Celebration News durch, Stück für Stück und fangen am besten einfach mal an mit dem ersten Punkt und das ist der Login-Boni. Dort sehen wir schon mal, wie lang geht das Anniversary, nämlich hin bis zum 12. August und startet ab genau jetzt. Also genau am 7. 2 Uhr nachts bis 12. August in etwa einen Monat. Am 12. August kommt dann quasi Kale raus und nach Kale beginnt die Worldwide Celebration, damit ihr es mal so wisst am Rande. Aber springen wir direkt einfach mal rein und schauen uns kurz den Login-Boni an. Ich habe ihn noch nicht gesehen, also ich bin jetzt auch mal gespannt, wie viel mir am ersten Login-Tag bekommt, nämlich 77 Dragonstones. Das hat sich vielleicht der ein oder andere gefragt. Wir kriegen auch 77 Special Sum Tickets. Das ist für den 77er Multi, den ihr dann zu Part 3 machen könnt. Wir kriegen 5 Free-to-Play in Gokus. Das ist quasi so eine Reward-Unit, ist nichts Besonderes. Und wir kriegen ein God Dragonstone. Ebenfalls gibt es jeden Tag ein 80 Anniversary Ticket für den 80 Anniversary Banner. Dann haben wir 3 Stones und 7 Anniversary Coins und natürlich dann noch ein paar Goodies. So läuft das ab, das komplette Anniversary über, damit ihr wisst, was wir an Rewards kriegen. Und die 77 Stones nehme ich auf jeden Fall dankend an. Das Ganze sollte passieren jetzt ab eurem ersten Login. Also je nachdem, wann ihr den Login habt, kriegt ihr dann quasi auch diese 77 Stones. Sehr schön. Also hoffe ich, dass ihr da mit diesen 77er Stones vielleicht auch den neuen Charakter direkt seht. Wäre doch ganz geil. Und dann haben wir als nächstes in der Campaign-Information nämlich Missionen. Schauen wir uns da mal kurz an, was wir denn alles haben, nämlich ihr seht hier schon, Celebration Missions gehen auch bis zum 12.8. Das nehme ich auch einfach mal direkt mit und wir gehen mal in die Mission selber rein und schauen uns das Ganze an. Nämlich zum einen gibt es die Rainbow Tickets ebenfalls. Die könnt ihr euch durch die Missions erfarmen. Schaut, dass ihr das wirklich macht. Rainbow Tickets könnt ihr zu Part 2, wenn die Banner rauskommen, dann einlösen für einen der jeweiligen Banner. Entweder zu Part 1 Banner oder zu Part 2 Banner, je nachdem, wo ihr dann wollt. Und wir kriegen noch vieles weiteres. Nämlich kriegen wir unter anderem den neuen Goku, diesen Collection Goku. Wir kriegen Everyone's Energy Treasure Items, die sind ganz wichtig, nämlich für den nächsten Punkt. Wir kriegen 8th Anniversary Summon Tickets und wir bekommen für den 77er Banner auch nochmal Summon Tickets. Nämlich müsst ihr ja alle Event-Missionen machen von Part 1 bis Part 3, damit ihr dann schlussendlich auch diesen 77er Multi machen könnt. Aber genau, ihr seht es einmal, die Daily Missions macht ihr auf jeden Fall. Hier bekommt ihr dieses Holy Energy oder Everyone's Energy Item, das ist ganz wichtig. Nämlich damit füllt ihr so mit die Coop-Campaign. Die Coop-Campaign ist davon abhängig, wie viele von diesen Treasure-Items wir als Community einsammeln. Und auch das Ticket solltet ihr natürlich mitnehmen und den einen Stone. Genau, das sind die Part 1 Missionen. Ihr könnt euch gerne durchlesen, sie sind alle übersetzt, also quasi aufs Englische. Deswegen sollte das kein Problem sein. Soweit, so gut. Kommen wir zum nächsten Punkt nach den Missionen und nämlich zu dem Holy Energy oder Everyone's Energy. Warum sage ich immer Holy? Ich kann es euch nicht versagen. Aber Everyone's Energy Campaign, das ist quasi eine Campaign für die komplette Spielerschaft. Zum einen müsst ihr euch diese Treasure Items erfarmen und könnt damit coole Sachen im Barbershop einlösen. Springen wir gleich rein. Und zum anderen gibt es zu Part 3, wenn wir alle Ziele erreicht haben, etliche Rewards. Wir kriegen Rainbow Tickets, wir kriegen Link Level Keys und. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Campaign. Schaut, dass ihr da auf jeden Fall ordentlich von diesen Everyone's Energy Treasure Items einsammelt. Und dementsprechend gehen wir auch direkt in den Barbershop. Ich würde sagen, wir lassen uns nicht lumpen. Danach kommen schon die Banner dran. Aber das möchte ich euch noch einmal zeigen. Mal gucken, ob ich die schon hier finde irgendwo in der Sektion. Gut, perfekt. Bin ich einfach von ganz hinten nach vorne komplett gegangen. Ah, perfekt. Und ihr seht schon, man kann hier zum einen Skill-Ops ergattern mit diesen Everyone's Energy-Items, die ihr durch Missionen bekommt, auch Daily-Missionen. Schaut, dass ihr die also immer macht. Und ganz wichtig, man kann sogar Rainbow-Tickets erfahren. Wie gesagt, die könnt ihr dann zu Part 2 einlösen. Insgesamt gibt es hier 2 von diesen Rainbow-Tickets, nimmt man mit, auch Elder-Kais. Also ganz wichtig, macht diese, verpasst ihr nicht, macht Daily Mission und macht generell auch die Mission. Dadurch kommt ihr an diese Orbs oder diese Treasure Items. Weiter im Text kommen wir jetzt zu den Bannern. Und ihr seht auch jetzt schon das Release-Datum, wie erwartet in einem Video, was ich schon gebracht habe. Zu dem Release-Datum, also eine Prediction, starten die Banner am 7.7., also heute um 7 Uhr morgens. Also von jetzt in 5 Stunden. Stellt euch darauf ein, wir werden heute Abend, ganz wichtig, Alarmklocken. Heute Abend um 19 oder 20 Uhr, ich bin mir noch nicht sicher, vielleicht 19.30 Uhr, je nachdem, wann ich daheim bin von der Arbeit. Aber richtet euch auf 19 Uhr ein, gibt es Summons hier auf YouTube. Aber ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Glück und hoffentlich sehen wir uns dann heute Abend um 19 Uhr. Genau, es gibt ebenfalls natürlich neben den Multisum-Discounts auch Festival-Ticket-Sums und der normale Dual-Dokkan-Festival-Sum.
dieses Super Multisum Discounts gehen bis hin zum 24. Um 23. Das sind ja unsere Zeiten. Habe ich verpasst. Aber bis zum 23. oder knapp bis an den 24. Und ich denke, da sollten dann auch die Part 2 Banner in etwa kommen, dann wenn die Discounts ablaufen. Wir haben ebenfalls Everyone's Energy Packs. Das sind quasi Pillar Packs, die ihr euch holen könnt ab 7 Uhr. Dort könnt ihr euch die Tickets holen, so wie jedes Jahr für die Anniversary Banner. Kann man da sich vielleicht den ersten Deal holen? Ja, die anderen Deals sind doch schon teuer. Wir werden das Ganze machen und dann werden wir schauen, was im Stream heute Abend bei rumkommt. Wir haben ebenfalls Discounts, also die Trankstone Discounts. Da muss man natürlich sagen, was einem immer wieder direkt ins Auge fällt, ist der 50 Stone für 6 Stones Preis Discount. Der ist sehr, sehr insane. Den holt man sich eigentlich so gut wie jedes Jahr. Aber wenn ihr keine Casher seid, dann bleibt auch keine Casher. Kann ich euch nur empfehlen. Genau richtig, am 7.7. 2 Uhr, also die Sales sind jetzt gerade sogar live. Da werden wir ein bisschen shoppen für dann morgen, beziehungsweise heute Abend. Ich vergesse, also heute Abend haben es 19 Uhr, heute Abend. Gut, dann haben wir einmal noch den Premium Dragonstone 11 Sale. Damit könnt ihr euch dann die LRs holen, also LRs kaufen. Oder ihr könnt euch auch TURs kaufen. Ich glaube, Monotype-Leader müssten das sein. Und auch ein paar Kategorie-Leader. Das sind so Special Packs. Ihr könnt euch quasi 3 von diesen Purple Stones kaufen und euch damit ein LR-Pack holen. Dazu kommen wir aber auch nochmal. Das ist auch ab jetzt live. Also ihr könnt euch quasi jetzt schon die Purple Stones holen. Dann haben wir einen Special Offer für dieses 30 Days Daily Caps Event. Ist ein bisschen reduziert im Preis. Startet jetzt ab 4 Uhr nachts. Also wenn ihr Daily Capsule Enjoyer seid, dann ist das vielleicht ein guter Weg, um ein bisschen was zu sparen. Dann haben wir natürlich Elder Kai. Banner ist uninteressant. Wir haben die Dokkan Events für Siduo und GT Duo. Ganz nice. Wir haben den 80th Anniversary 77 Special Summon. Hier ganz wichtig, einmal möchte ich es erwähnt haben. Und zwar, das beginnt jetzt ab 2 Uhr. Und zwar der Dragonstone Banner ist jetzt schon live. Ihr könnt noch nicht den Ticket Banner machen. Der Ticket Banner ist nämlich dieser kostenlose 77er Multi mit garantierten 3 LRs. Ihr könnt den Dragonstone Multi machen. Solltet ihr ihn machen? Nein. Haltet ein bisschen durch, bis 7 Uhr ist es nicht mehr lange und geht dann dafür lieber in GT Duo Banner und in Sie Duo Banner. Warum sage ich das? Denn ich denke, es sind einfach sehr, sehr viele LRs featured in Carnival Banner. Das macht es sehr leicht für euch, auch an LRs ranzukommen. Auch an die neuesten LRs, wie zum Beispiel Golden Freezer und. Worldwide Celebration hat auch wieder in seinen Carnival Bannern viele LRs featured. Deswegen würde ich hier sagen, verzichtet eher lieber drauf. Ihr werdet LRs eh reichlich ziehen. Gut, dann haben wir den 80th Anniversary Ticket Sum. Ihr seht schon den Unterschied einmal zwischen dem 77 Special Sum und einmal dem 80th Anniversary Ticket Sum. Der 80th Anniversary Ticket Sum ist der Banner, wofür ihr Tickets gesammelt habt im Monat Juni über, also bis quasi Start des Anniversaries. Und die könnt ihr jetzt schon einlösen, da sind LRs unfeatured mit dabei. Also geht da gerne mal rein und gebt eure quasi Tickets aus. Ich nehme das Ganze auch gleich noch auf und dann werde ich euch quasi auch meine Ausbeute aus diesen Ticket Sums zeigen. Dann haben wir natürlich 80th Anniversary Fantastic Deals at Barbershop. Und das ist quasi so ein Treasure-Item, was wir zu jedem Anniversary bekommen. Das sind quasi die Coins. Habt ihr vielleicht gesehen vorher, als ich euch den Login-Boni gezeigt habe. Diese 80th Anniversary kleinen Coins, die ihr zu jedem Tag bekommt. Dort könnt ihr sie einlösen für besondere Charaktere aus letztjährigen Anniversaries. Oder für kleine Goodies wie Ghost Usher, Kais und. Also schaut, dass ihr die einsammelt und die Kais oder sowas in die Richtung mitnimmt. Wir haben ebenfalls den God Strangstone. Damit haben wir auch neue Charaktere im Set. Aber hier kann ich euch wirklich empfehlen, nochmal die alten Dokkan Festival mitzunehmen, wenn ihr sie nicht habt. Aber einfach nur so mal gesagt. Genau, Purple Stone auch, wie schon vorher erwähnt, könnt ihr euch quasi mit den Purple Stones entweder Kategorie-Leader holen oder LRs holen. Je nachdem, wie viel ihr habt von diesen Purple Stones. Also wenn ihr 3 davon gekauft habt, dann könnt ihr euch quasi auch LR Thales holen oder könnt euch andere LRs holen. Ansonsten sind es vielleicht nur die Kategorie-Leader. Wir haben auch eine SNS-Campaign und jetzt ist es wichtig, nämlich die SNS-Campaign sagt uns, wann die Parts beginnen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe das schon verdammt richtig gut eingeschätzt. Also ich sage euch gleich mal, wann die ganzen Parts beginnen. Ihr seht es auch schon. Nämlich jedes Mal, wenn eine Campaign beginnt, könnt ihr auf diese SNS-Campaign klicken. Diesen Lautsprecher, den findet ihr im Homescreen. Also kommen wir einmal kurz zu. Hier, diese Special-Campaign. Klickt auf einen dieser 3 Sachen, wo ihr das quasi tweeten wollt oder linen wollt. Ich habe keine Ahnung, wie man linen sagt oder die Aktion von linen. Keine Ahnung. Klickt einmal drauf, bricht wieder ab, kommt zurück und ihr kriegt dann quasi die 3 Stones. Und es gibt 3 Periods, wo ihr das einmal machen könnt. Das ist quasi Part 1 vom 7.7. 2 Uhr nachts bis zum 18.7. Part 2 der 18.7. Oh mein Gott, ich habe so perfekt kalkuliert. Der 18.7. war es bei mir. Ich muss einmal noch mal kurz den Quick Check machen, ob ich auch wirklich komplett richtig lag, nämlich mit kompletter Anniversary-Übersicht. Das habe ich einmal, ja, 18. Juli und wir haben einmal den 31. Juli, nämlich Part 3 beginnt am 1. Ja, Jungs,
Hier wisst ihr es. Die drei Parts, sehr, sehr geil. Und ich würde sagen, gehen wir direkt wieder rein in die News und schauen, was die Celebration noch so alles für uns bietet. Nämlich jetzt, wo wir wissen, welche Parts es gibt, wann die Parts kommen, haben wir auch schon mal so ein bisschen einen genaueren Eindruck vom Ablauf. Wir haben die drei Story-Events. Einmal das Story-Event, wo ihr physisch Satan erfahren könnt. Einmal das für die Support-Memories und einmal dann Ella Barbedy. Schaut, dass ihr die Units farmt. Wir haben dann einmal das Special-Event für die Power of Wishes EX-Skill-Orbs. Die könnt ihr euren Power of Wishes-Kategorie-Units geben. Auch ganz nett. Wir haben Intensive Offense and Defense Training. Das neue Special-Event ist so eine Art, also es ist nicht eine Art Boss-Rush, es gibt einfach nur Free Stones. Es gibt einfach nur Free Stones, mehr ist es nicht. Ihr geht da rein, cleart alle super easy und nehmt die 30 Stones mit. So in etwa ist das, also super free, nehmt die Stones alle mit, please. Wir haben Dokkan Ultimate Speed Battle. Das ist ein Challenge-Event, was man quasi auf JP auch hatte. Dort ging, also das hat glaube ich schon länger, aber JP hat dort neue Missionen bekommen. Nämlich gab es ja dieses Anniversary-Meeting von den World Tournament Grindern. Und die waren quasi da aufgefordert worden, mal den Run so schnell es geht zu clearen. Und das wurde eine Zeit quasi gesetzt. Und diese Zeit hat jetzt quasi jeder Spieler bekommen, also sollte jeder Spieler bekommen, in die er dieses Speed Battle clearen muss. Dazu gibt es aber den Guide, wie er das Ganze schafft. Sollte eigentlich kein Problem sein. Dann haben wir natürlich einmal ein neues Challenge Event, nämlich dieses Shadow Dragon Saga Event. Zu Part 3 kommt hier Sünchen Run. Part 1 sind drei neue Stages. Also nimmt man auf jeden Fall mit, die drei Stages sind insgesamt 20 Stones. Dann haben wir ebenfalls neues Challenge-Event, so ein Nuking-Event gegen quasi Kid Buu und Omega. Sind auch Free Rewards, nehmt ihr auf jeden Fall mit, sehr, sehr geil. Und das Event ist nicht allzu schwer, ist ein Nuking-Event, ihr müsst also so gut es geht so viel wie möglich Schaden machen. Und wann beginnt das Ganze? Ab dem 10. Juli. Ich frage mich, warum der 10. Juli, warum hat man das nicht ab jetzt gemacht? Das verstehe ich nicht, aber gut, einfach mal, dass ihr es wisst. Ab dem 12. Juli bekommen wir dann die Easy Ace für Super Vegito und STR Buu. Nimmt man auf jeden Fall mit, ist auf JP genau gleich gewesen, ein paar Tage verzögert, kamen dann diese Charakter raus und damit dann auch ihre Easy Ace. Also das waren die Banner und das sind die Easy Ace von ihnen. Auf jeden Fall, ja, Super Vegito ist nicht gut, aber STR Super Buu ist auf jeden Fall nice. Bei ihm fehlt nur so ein bisschen die Unterstützung der Partner und, ihr wisst Bescheid. Aber ihr kennt meinen Eindruck zu den beiden Easy Ace. Dann haben wir Virtual Dokkan Ultimate Clash, das ist Battlefield mit einer neuen Variante. Das Ganze kommt raus ab dem 10.07. um 8.30 Uhr. Auf jeden Fall cool, sind auf jeden Fall einiges an Stones. Und für gerade Casuals ist ein Content, den man gut clearen kann. Ist auf jeden Fall leichter als es in Broly Battlefield, meiner Ansicht nach. Ja, alle Dokkan-Events, Extreme Z Battles und Co. kommen zurück und sind quasi live während des Anniversaries. Die Potential Stages sind quasi immer offen. Und das war es dann auch schon für Part 1 des Anniversaries. Mehr gibt es nicht, was ich euch zeigen muss in diesem Video. Ich gehe hier auch nochmal die komplette Liste durch. Wir sehen hier die Sales. Ich könnte nochmal genau auf die Sales und Co. eingehen. Aber ihr wisst jetzt, wann die Banner kommen. Heute um 7. Wir wisst, dass wir heute Abend 19 Uhr summen, live auf YouTube. Schaut gerne vorbei. Und dann wünsche ich euch ganz viel Glück, wenn ihr jetzt schon um 7 summt, dass ihr wirklich alle Charaktere zieht, so gut es geht. Und ich freue mich sehr drauf. Ja, wir sehen uns dann natürlich beim nächsten Mal. Das sind nochmal diese Everyone's Energy Special Mission Campaign. Ihr seht, was man hier Wunderbares alles verdienen kann mit diesen Orbs. Das Ganze kriegt man aber erst zu Part 3 ausgehändigt, ganz wichtig. Und ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu wissen. Dieses Treasure-Item verdient ihr euch durch Daily Missions. Könnt ihr euch coole Sachen und Rewards holen. Gut, das soll es gewesen sein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao, haut rein, bleibt gesund und habt einen guten Summon-Tag.